Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein vorletztes Video. Danach waren wir nämlich noch 3 Wochen in Thailand und da habe ich auch wirklich alles gevloggt. Allerdings habe ich nie wirklich mich entschlossen, daraus dann was zu machen. Und genau deshalb gibt es das jetzt. Kao Sang World? Es ist so eine Tobi-Straße, glaube ich. Das ist die Backpacker-Straße. Und wir gehen jetzt aber auf jeden Fall erstmal was essen. So sieht übrigens Cola auf Thailändisch geschrieben aus. Unser erster Eindruck von Bangkok, auf jeden Fall, nachdem wir gerade durch die Straßen gegangen sind. Ich finde sie einfach ja, laut, heiß, wie eine asiatische Großstadt halt so ist. Würde ich mal sagen. Aber es ist alles total nicht so eng aufeinander. Es ist total viel Platz. Und das ist ganz cool. Also es ist halt nicht viele Hochhäuser, wie man das so kennt, direkt nebeneinander, sondern wirklich viele Häuser, viel Verkehr, aber auf sehr, sehr weite Fläche. Ich glaube, es hat 2000 Quadratkilometer, ist die ganze Stadt hier und das ist echt riesig. Wir haben aufgegessen und gehen jetzt noch ein bisschen durch diese Straße hier durch. Okay, nachdem wir 1000 Uhr angelabert worden sind und uns nicht wirklich viel noch gekauft haben, gehen wir jetzt weiter. Und zwar gehen wir zu einem wohl sehr großen, sehr coolen Buddha. Und wir gehen dahin, weil wir wollen ein bisschen von der Stadt sehen. Und nehmen kein Tuk-Tuk oder so. Und es ist überall so laut und so heiß. Ich glaube, ihr hört es wahrscheinlich. Okay, wir sind jetzt endlich angekommen, nachdem wir wieder 10 Mal gefühlt von Leuten angesprochen wurden. Gerade wurde uns also erzählt, dass dieser Tempel, wo wir jetzt hingehen, zu hat, weil eine Zeremonie ist. Hier ist keine Zeremonie. Das wurde uns dann erzählt, damit wir jetzt eine Bootstour mit ihm buchen. Und es stimmt halt gar nicht. Wir sind zum Tempel gegangen, das ist keine Zeremonie. Naja, egal, aber damit muss man sich einfach rumkämpfen. Wir sind jetzt auf jeden Fall da. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ihr kriegt gerade voll die Party von unserem Hostel, Hotel, was auch immer das hier ist, ab. Mit so schöner asiatischen Musik und wir gehen jetzt mal aufs Hotel da. Schön, schönes Ansichtssache. Okay. Ah, das ist irgend so ein Sportspiel, eine Schule. Das ist einfach mal eine Schule. Aber generell ist es ziemlich cool oben. Alles ist gerade so ein bisschen orange gefärbt. Guten Morgen, heute ist ein Flugtag. Wir fliegen in Thailand weiter und zwar nach Krabi, das ist ganz im Süden. Und wir fliegen in ein paar Stunden und müssen noch packen, weil ich wollte weniger fürs Ticket ausgeben und habe angegeben, dass mein Gepäckstück 15 Kilo wiegt. Mein Gepäckstück hat aber beim letzten Flug 21 Kilo gewogen. Das ist einfach mal 6 Kilo zu viel. Und ich versuche gerade wirklich kläglich, irgendwelche Sachen aus meinem Rucksack rauszukriegen und in meinen Handgepäck zu tun. Bei diesem Versuch dürft ihr mir jetzt noch zusehen. Okay, fertig gepackt. Jana ist recht optimistisch, dass es funktioniert mit meinem Gepäck. Ich weiß ja nicht so. Es heißt, der ist jetzt mega schwer, mein Handgepäck. Und man darf beim Handgepäck eigentlich 7 Kilo mitnehmen, nur meistens kontrollieren die es halt einfach nicht. Und darauf hoffe ich einfach jetzt mal. Also ich habe noch nie erlebt, dass sie kontrollieren. Das hat Style. Kurze Hose, Wanderschuhe. Die waren halt einfach schwerer, deswegen musste ich die anziehen. Wir leihen uns heute einen Scooter und dann gucken wir uns ein paar Sehenswürdigkeiten der Provinz Krabi an. Wir beginnen mit dem Tiger Cave Tempel. Und zwar ist das ein Tempel ganz oben auf einem Berg. Man muss da voll lang hochgehen und das soll ziemlich anstrengend sein, aber wir geben uns halt mal die Challenge. Und ja, da fahren wir jetzt hin.
1237 Stufen. Ich denke zumindest, dass das, was das Thailändische da sagen soll. Und hier geht's jetzt hoch. Wir sind da. Die letzten Stufen. Wow. Krass. Wir sind oben angekommen. Boah, ich war lange nicht mehr so angestrengt. Man sieht es vielleicht in meinem Gesicht. Ich bin so geschwitzt. Also wirklich selten trifft der Begriff nass geschwitzt, aber ich bin wirklich einfach richtig nass. Wir sind heute Morgen aufgewacht und haben rausgeguckt und haben gesehen, es regnet. Liegt daran, dass momentan Regenzeit in Thailand ist. Wir dachten uns einfach, wir lassen uns das mal egal sein. Haben heute erstmal ein Boot gebucht und jetzt geht's nach Wailay, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall eine Halbinsel hier in der Nähe. Und da kann man nur mit dem Boot hinfahren, da gibt's keine Anbindung durch Straßenverkehr. Und da fahren wir heute hin, da gibt's schöne Strände, schönen Ausblick. Es regnet zwar, aber wir dachten uns, wenn wir schwimmen, werden wir eh nass, also egal. In Wailay angekommen ist das Wetter dann doch noch etwas schlechter geworden. Es ist recht ziemlich windig geworden, weshalb man mich kaum noch verstehen konnte, da ich damals kein Mikro dabei hatte. Auf jeden Fall sind wir dann eigentlich großteils nur zum Strand gegangen, sind trotzdem ein bisschen baden gegangen. Es war echt mega cool. Guten Morgen, wir sind schon wieder an einem neuen Ort und diesmal sind wir auf Koh Phi Phi. Das ist eine Inselgruppe vor der westlichen Küste von Thailand, wo wir jetzt zuletzt waren. Oder wo wir immer noch sind, wir sind noch in Thailand, aber vor Krabi, da waren wir zuletzt. Und ja, hier sind wir jetzt auf einer kleinen Insel, ist jetzt gerade 16.21 Uhr und wir sind hier noch heute und morgen. So zumindest der Plan, falls wir nicht spontan hier einfach verlängern. Und genau, in dieser Zeit, also wirklich jetzt nicht mehr so viel Zeit, wollen wir möglichst viel sehen. Und ja, es ist einfach mega die schöne Inselgruppe. Ich habe mega coole Bilder gesehen, mega viel gehört. Und das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen erkunden gehen. Wir sind gerade in unserer Unterkunft angekommen und uns wurde mitgeteilt, dass wir ein kleines Room-Upgrade gekriegt haben. Und es ist einfach so verdammt schön hier. Ich zeige es euch gerade mal. Holen Sie einen kleinen Eindruck von der Insel, vielleicht springen wir mal ins Meer, was auch immer. Ich glaube, alles, was wir jetzt machen, fasse ich einfach in einen großen Edit zusammen. Also, wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns wieder, wenn wir wieder hier sind. Am nächsten Morgen ging es dann schon 5 Uhr morgens aus dem Bett, denn wir hatten eine Early Bird Tour zu Koh Phi Phi Leh, einer Insel daneben, gebucht. Und da es dafür gewöhnlich sehr voll ist und wir das ein bisschen einsamer haben wollten, haben wir das gebucht. Deswegen ging es sehr früh raus und es war ein anstrengender Tag, aber es war auch richtig schön. Okay, es ist 5:41 Uhr und wir sind jetzt auf dem Weg los. Es ist total dunkel und die Sonne geht immer noch nicht auf. Ich weiß gar nicht, wie früh die Sonne aufgeht. Auf jeden Fall ist es so krass, weil alles ist hier so touristisch, aber es ist gerade komplett leer. Okay, wir sind am Wartepunkt angekommen. Hier warten wir jetzt auf unsere Guides und Jana hat schon neue Freunde gefunden. Thank you.
Auch an diesem Tag hatten wir mal wieder nicht so viel Glück mit dem Wetter, weshalb alle meine Aufnahmen durch den Wind ziemlich verrauscht sind und man echt nur wenig verstehen kann. Der Wellengang war sogar so stark, dass das Boot nicht einmal anlegen konnte und wir von Bord springen mussten, um rüber zu schwimmen. Zum Glück hatte ich meinen Tauchbeutel dabei, wo ich meine Kamera und so weiter reintun konnte und auch die Kamera und Handys von vielen anderen. So konnte ich dann doch noch ein bisschen auf der Insel filmen. Sieht schon gut aus hier. Bevor die Tour dann aber zu Ende war, sind wir dann noch ein paar andere Spots gefahren worden, wo wir noch schnorcheln konnten, noch schwimmen konnten und auch noch Affen gesehen haben, und das war auch echt cool. Als wir dann wieder zurück im Hotel waren, waren wir einfach so müde, dass wir uns kurz hinlegen wollten, und ich glaube, wir haben 4-5 Stunden geschlafen und der Tag war dann auch ziemlich rum, deswegen haben wir nicht mehr so viel gemacht. Und ja, das war es dann quasi auch schon mit Koh Phi Phi, und dann ging es wieder weiter. Allerdings dachte ich mir, das Video ist jetzt schon so lang, dass ich daraus zweiten Teil mache. Also Koh Phangan und Chiang Mai und den Norden gibt es im nächsten Video. Und ja, darauf könnt ihr gespannt sein.